In Sachen Klima ist viel die Rede von Kipppunkten, also von einem Punkt, wo die ganze Geschichte dann praktisch nicht mehr reparabel in eine bestimmte Richtung läuft, eine Eigendynamik gewinnt. Und diese Eigendynamik, diesen Kipppunkt, den kann man zumindest relativ klar benennen, auch in Sachen Bankenkrise, nämlich als Geldmarktfonds in den USA 4% Zinsen boten, da beschleunigten sich plötzlich die Abflüsse aus den normalen Bankeinlagen und bums, kam eine Dynamik in Gang, die dann nicht mehr zu stoppen war. Wir wollen uns das Setup für die derzeitige Situation mal anschauen. Hier sehen wir die größten Auslöse ja seit 50 Jahren aus den US Bank Accounts. Und das Ganze, wie gesagt, begann lange vor der Silicon Valley Bank Pleite. Die war am 8. März. Und hier sehen wir mal, was da passiert ist. Zunächst mal sehen wir, dass diese Bankeinlagen deutlich zurückgehen. Und wann beginnen sie zurückzugehen? Ab März 2022. Also, als die US-Notenbank Fed das erste Mal die Zinsen angehoben hatte. Aber dann sehen wir plötzlich eine Beschleunigung hier rechts unten in diesem Chart. Die findet ab November 2022 statt. Plötzlich gehen die Dinge immer schneller, plötzlich wird es immer extremer und so wurde etwa zwischen März und November 2022, also zwischen der ersten Leitzinsanhebung und November, wurden 62 Milliarden Dollar in diese Geldmarktfonds gepackt. Dann ab November hat sich das plötzlich beschleunigt. Ab November nämlich sehen wir, dass das erste Mal diese Geldmarktfonds 4% Zinsen bieten. Und sagt, es fließen 143 Milliarden Dollar in diese Geldmarktfonds. Und dann im März sehen wir, dass innerhalb von 2 Wochen 80 Milliarden Dollar reinfließen in diese Geldmarktfonds, weil diese Geldmarktfonds eben jetzt Zinsen von 4,5% anbieten und in den letzten 2 Wochen nochmal weitere Zuflüsse von 250 Milliarden Dollar. Also extrem, was da passiert ist. Hier sehen wir das nochmal grafisch illustriert. Hier sehen wir, wenn Sie mal oben im Chart diese orangene Grafik sich anschauen oder diese Linie, das ist der Zinssatz der Geldmarktfonds und da sehen wir, im November sprang das auf 4%, ging dann in Richtung 5% und bums, es hob plötzlich dann unten in dieser Grafik, gingen die Mittelzuflüsse massiv nach oben. Also wir können lokalisieren, ab November hat die Bankenkrise begonnen, wenn man so will, als 4% plötzlich erreichbar waren und das alles natürlich elektronisch. Die Menschen haben inzwischen die Möglichkeit, mit Apps einfach die ganze Geschichte mal eben am Smartphone zu erledigen. Also, das ist eine nochmal grafische Darstellung, wie die sogenannten Yield Farmer, wie Jim Bianco, von dem diese ganzen Charts und Aussagen stammen, genannt wird. Oder also praktisch die Zinsbauern, könnte man sagen, die Zinsjäger. Hier sehen wir den Unterschied eben bei diesen Geldmarktfonds. Blaue Linie geht steil nach oben über die Marke von 4,5%. Und unten sehen wir praktisch das, was normale Konten bieten in den USA, durchschnittlich 0,48%. Aber nur, weil es sogenannte CDs gibt, also so Spezialvehikel, wo Kunden dann nochmal die Möglichkeit haben, etwas höhere Zinsen zu bekommen. Aber die allermeisten Konten sind praktisch unverzinst. Dementsprechend hast du hier dieses Riesengap, das eben nicht geschlossen wird. Und jetzt haben diese Regionalbanken 6,8 Billionen an Assets auf ihren Konten liegen. Und was tun? Jetzt musst du im Grunde mit diesen Geldmarktfonds konkurrieren und das killt Profitabilität, denn du musst in irgendeiner Form jetzt gucken, dass du diese Ausflüsse stoppst, musst irgendwie gucken, dass du vielleicht höhere Zinsen bietest. Diese höheren Zinsen gehen natürlich dann in deine Marge und dementsprechend sehen wir, dass die Bankaktien natürlich gelitten haben. Hier unten im Chart mal der Vergleich oben in dieser Linie der S&P 500. Und dann Regionalbanken und normale Banken. Vielleicht wird jetzt keine Bank mehr kippen, wie wir das zuletzt gesehen hatten. Aber es ist eben so, dass wahrscheinlich diese Yield Farmer weiter eben Gelder abziehen werden. Und das wird welche Konsequenz haben? Die Mittelabflüsse zwingen die Bank
praktisch ihr Eigenkapital möglichst zusammenzuhalten. Die Folge wird sein ein Credit Crunch, das heißt, die Banken werden weniger Kredite vergeben. Jetzt ist eben dieses Regionalbankenwesen in den USA wichtig. Commercial Real Estate etwa 70% aller Kredite, also in Sachen Gewerbeimmobilien und andere Kredite, gut ein Drittel etwa aller Kredite kommen von diesen Regionalbanken. Und dieser Credit Crunch kommt jetzt in einer Situation, als wir ohnehin eine reale Geldmenge M2 haben, die mit minus 7,9% geradezu im freien Fall ist. Und jetzt gucken wir uns mal die großen Banken nochmal an, JP Morgan und Konsorten, die kassieren praktisch von der Fed, weil sie da Geld parken, über Nacht 750 Milliarden Dollar on interest every day. Und geben aber ihren Kunden praktisch das überhaupt nicht weiter. Also es kann sein, dass auch mal JP Morgan irgendwann Schwierigkeiten bekommt in Sachen Geldabflüsse, vielleicht nicht allgemein, aber in Sachen Geldabflüsse, weil die Leute sagen, hey, was ihr hier weitergebt, ist eigentlich unverschämt. Und hier schauen wir uns nochmal die Sektoren an, die besonders betroffen wären von diesem Credit Crunch, der da wahrscheinlich zu erwarten ist. Manufacturing, also Gewerbe im weitesten Sinne. Und dann Real Estate, also praktisch der Immobilienbereich, der ohnehin ja schon im Fokus ist, gerade eben diese Gewerbeimmobilien. Das sind die Bereiche, die hier stark betroffen sind. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten, die sagen sich, wow, Bankenkrise ist vorbei, aber die Fed wird dennoch die Zinsen senken. Interessantes Narrativ, nicht sehr nachhaltig, aber kann eben noch weitergehen. Wir sehen hier vor allem Nasdaq wieder 1,79%, Real Estate, der beste Sektor gestern, also der Immobiliensektor, dann Technology und Consumer Discretionary. Und der VIX bei 19 nur noch. Wir sehen, dass der S&P 500 es geschafft hat, über seinen 50er-Tagesdurchschnitt zu kommen. Wir haben ja sehr enge gleitende Durchschnitte der 100er und der 200er. Wir sind jetzt im kurzen Zeitfenster erstens überkauft und zweitens mit triple negativen Divergenzen, RSI, Stochastik und was auch immer, dementsprechend zu erwarten, dass wir wahrscheinlich zumindest den Gap Support nochmal anlaufen. Das wäre so knapp unter der 4000er Marke beim S&P 500 oder das Gap nochmal zumachen, so im Bereich 3,79, 75 in dieser Zone der VIX mit einer extrem fallenden Bewegung. Bullische Falling Wedge dürfte jetzt zunächst mal wieder nach oben gehen, auch wenn wir übergeordnet vielleicht nochmal höhere Kurse sehen innerhalb einer technischen Gegenreaktion, wenn man so will. Wir dürften, hier sehen wir das ja, wir sind versuchen gerade jetzt aus diesem Abwärtstrend auszubrechen, haben aber noch tiefere Hochs, könnten aber jetzt versuchen eben nochmal in Richtung 4100, 4115 zu laufen. All das ist ziemlich dünnvolumig, dazu gleich mehr. Und man will vielleicht jetzt nochmal so ein bisschen Window Dressing machen. Es endet ja jetzt in dieser Woche dann oder am Freitag endet das Quartal. Hier sehen wir mal die Umsätze. Gestern 77 Millionen SPY-Kontrakte, also das maßgebliche S&P 500 ETF. Davor 62, davor 72. Weit entfernt von den Volumina, die wir zuvor gesehen haben, jeweils über 100 oder dann Mitte des Monats, da waren wir richtig saftig unterwegs, da war eben Bankenkrise, da war Action, jetzt ist das so ein bisschen Lull und Lall. Und hier mal die verschiedenen Erzählungen der Märkte von Maverick of Wall Street, immer mit dem Pivot oder Soft Landing. Jetzt hat man dann genommen, okay, Banking Crisis und Recession, also fette Pivot, aber vielleicht haben wir Sticky Inflation, also dauerhaft klebrige Inflation und dennoch schwache Wirtschaft, also Stagflation, aber die Fed muss dennoch die Zinsen anheben. Dementsprechend kommen wir in eine Rezession, weil sowieso der Credit Crunch der Banken der Fall ist. Hier schauen wir mal die Anzahl der Aktien oder Prozentanzahl der Aktien im Nasdaq 100, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt sind, die also gemeinhin als bullish gelten. Das sind extrem wenige, so wenige wie im März 2000 und dann auch nochmal im 2008. Ich will jetzt hier keine Analogie schließen zu diesen Jahren, aber es zeigt, dass hier keine Marktbreite bisher vorhanden ist, gerade bei den Tech-Werten. Und hier schauen wir uns zum Beispiel mal eine Apple an.
Price-Sales-Ratio von knapp 7 und Cash-Bestände Year-on-Year-Growth gehen seit drei Jahren zurück. Gleichzeitig Net-Income, Revenue nicht gerade jetzt dynamisch nach oben gehend. Also Apple wird als sicherer Hafen gesehen, oder das war sozusagen das Spiel gerade in der Bankenkrise. Wow, dann kaufen wir doch die großen Tech-Werte, weil die sind safe, die sind sicher. Aber ist das so? Was passiert denn, wenn eine Rezession kommt? Dann wird auch Apple ein Problem haben. Dann werden weniger iPhones verkauft. Das ist ja ein Rattenschwanz, der sich dann normal durchzieht. Aber die Krönung ist etwa hier Nvidia Price-Sales-Ratio, also praktisch Preis zu Umsatz 26. Das ist absolut krass. Wir haben jetzt einen Aufschlag von 150% bei der Nvidia-Aktie zu dem Rest der Nasdaq 100 Aktien. Gucken Sie mal, Cash, Net Income und Revenue, alles rückläufig. Also das ist ein ganz großartig billiges Geschäftsmodell, das derzeit eher rückläufig als steigend ist. Das bringt so ein bisschen diese Manie auf den Punkt, die vor allem bei Nvidia eben greifbar ist. Und Nvidia profitiert ja von dieser KI-Story. Alles läuft jetzt auf KI und jetzt kommen viele wie Elon Musk und andere, vor allem selbst OpenAI, also die Firma, die ChatGPT entwickelt hat, sagen, lasst uns jetzt mal eine Pause machen, wir müssen nachdenken, welche Konsequenzen das hat, denn uns drohen hier die Dinge so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen, die Dinge scheinen außer Kontrolle zu geraten, wie man hier sagt, und dann zum Beispiel der Satz, sollten wir zulassen, dass Maschinen unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten überfluten. Also das kann natürlich auch passieren. Sollten wir alle Jobs automatisieren, auch die erfüllenden? Sollten wir nicht menschliche Intelligenzen entwickeln, die uns irgendwann zahlenmäßig überlegen sind, überlisten, überflüssig machen und ersetzen können? Sollen wir den Verlust der Kontrolle über unsere Zivilisation riskieren? Das sind drastische, dramatische Worte, bringt aber etwas auf den Punkt. Wir haben hier ein Spielzeug, das nützlich, aber auch sehr gefährlich sein kann. Und ich finde das richtig, mal innezuhalten und zu sagen, Leute, lasst uns mal überlegen, lasst uns ein Regelwerk, ein Rahmenwerk machen, dass wir nicht unkontrolliert, jeder entwickelt KI und hast du plötzlich einen Golem sozusagen, der daraus entsteht, also eine Situation, die du nicht mehr kontrollieren kannst. Also das sind schon drastische Worte, und so kann ich mir eben vorstellen, auch Nvidia ist ja praktisch sehr in Relation gesetzt eben zu dieser KI, dass hier jetzt ein bisschen Bremsung reinkommt. Ich finde es philosophisch und ethisch auf jeden Fall vernünftig. Kommen wir abschließend nochmal nach Germania. Hier sehen wir neueste Meldung, IFO-Institut, Materialengpässe in der Industrie gehen zurück. Nur noch 41,6% der Firmen berichten, dass sie solche Probleme hätten. Vor einem Monat waren noch 45,4%. Nach wie vor hohe Zahlen, Datenverarbeitung, Autoindustrie, Maschinenbau etc. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Artikelempfehlungen. Nvidia, Warnzeichen für die künstliche Intelligenzblase. Erste Empfehlung, die günstigste Aktie der Weltgeschichte, meine Damen und Herren. Und zweite Artikelempfehlung, Bankenkrise. Die EZB sagt in Gestalt von Isabella Schnabelina, also wir haben hier wirklich keinen Stress mit Einlageabzügen wie in den USA. Klar, hier gibt es auch diese Konkurrenz nicht so. Hier gibt es nicht die Möglichkeit, so entspannt wie in den USA mal sein Geld in Geldmarktfonds zu parken. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.